So, jetzt danke nochmal an Kai Petzmann. Die Vorstellungsrunde kann ich mir quasi sparen. Sehr gut. Vielleicht noch ein paar Sachen. Debüt von Musa Mira Kakande am 16.04.2022. Er ist 28 Jahre jung, hat das Gewicht von 71,2 Kilogramm geschafft, war 2017 Afrika-Champ, sein Gegenüber ebenfalls die 71 Kilogramm geschafft. Die sind bereit. So let the fight begin. Und wir kommen zur ersten Runde. Runde 1, Round Number 1. So. Mohammed ziemlich schnell an den Ringseilen in der Ringecke. Natürlich nicht gut, keine gute Ausgangslage, um den Angriffen von Musa Miru zu entweichen. Versucht die Auslage zu ändern, versucht mal links, mal rechts rumzugehen, ist aber jetzt genau in der Ringecke. Das ist nicht gut. Bislang aber noch nicht ausgenutzt von Musa Miru. Doppeldeckung. Wehrt die ersten Schläge ab. Oh, der war weit rübergezogen. Körpertreffer. Ja, zweimal die rechte durch von Mohammed. Hier geht es aber gleich in den Infight. Ein bisschen anders als der erste Kampf. Hier wird ein bisschen offensiver gekämpft. Und zwar Musa Miru geht, wie man es kennt, nach vorn. Und Mohammed muss aufpassen, dass er sich da nicht wirklich stellen lässt. Muss ich immer einen Weg frei halten. Die Rechte von Musa Miru im Ziel. Wieder zum Körper mit der linken. Oh, die linke hat gesessen. Leicht gewackelt. Er schüttelt zwar den Kopf, aber das hat er gemerkt. Das war ein leichter Wirkungstreffer. Die Frage ist, wird Musa Miru jetzt hier dranbleiben? Wird er versuchen, den Kampf vorzeitig zu beenden? Oder erholt sich Mohammed womöglich? Er kämpft wieder mit. Oh, die linke erneut angeschlagen. Er muss angezählt werden. Er gibt auf. Der Ringrichter stoppt. Angenockt. Erste Runde. Wird in die Ecke geführt, denn er wackelt immer noch. Völlig zurecht. Die Gesundheit des Boxers geht vor. Alles Weitere wäre nur noch schädlich der Gesundheit. Auch das möchte ich bitte noch mal in der Zeitlupe sehen. Es waren zweimal die linke, die dann ausschlaggebend war. Von Musa Miru und Mohammed war angenockt. Jetzt noch mal. Zurechtgelegt seinen Gegner. Die linke hier, das war auf den Kiefer. Und so schlimm. Und der Referee steht gut, wir sehen es hier. Und alles Weitere muss abgebrochen werden. Die Arme sind unten, keine aktive Verteidigung mehr. Alles richtig gemacht vom Ringrichter. So. Kai Petzmann wartet ab, bis beide Boxer in der Ringmitte dazukommen.
Ja, auch das ist richtig. Touchgloves, respektvoller Umgang auch im Nachgang von den Boxern. Meine Damen und Herren, willkommen zu uns als Verkündung. Sieger durch technische Knockout in der ersten Runde nach 2 Minuten und 18 Sekunden. Und damit als Profi weiterhin ungeschlagen an die Fiete. Musamiro, the real King Kong Kakande. Sehr gut, Kurzarbeit, erste Runde, TKO. Musamiro Kakande. Es folgt das obligatorische Siegerfoto natürlich. Und wir kommen dann gleich zum dritten Kampf.